Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon Quest Tutor des Himmels. Und ich habe trainiert, wie man sehen kann, und zwar genau jetzt. So, und jetzt vergleicht mal das Team mit dem Team aus dem letzten Part und ohne Fischsoße. Jetzt mal, also ehrlich, jetzt mal die Schwarzwälder Kirschtorte beiseite. Ich habe noch nie in meinem Leben so krass trainiert. Für alle, die Dragon Quest schon mal gespielt haben, privat oder vielleicht auch auf YouTube gesehen haben, bei mir zum Beispiel, die wissen, wie hart es ist, auf diesen hohen Level überhaupt ein Level erst zu kriegen. Ich muss mal eben ganz kurz, lass mich mal eben ganz kurz luschern gehen. Kampfarchiv, da bin ich falsch. Nein, ich zeig euch jetzt mal was. Ah ne, nein, ich komm schon. Mann, ich will euch was zeigen. Verdammt nochmal. Zauber und Fähigkeiten, Daniel. Weissagung. Marcel benötigt noch 55.000 Erfahrungspunkte, Daniel noch 10.000 Erfahrungspunkte. Okay, das hält sich noch in Grenzen. 43.000, das geht eigentlich noch. 56.000. Ist natürlich auch extrem viel, wenn man sich vorstellt, dass eine Gruppe aus drei Mördermaden nur 900 Erfahrungspunkte gibt. Aber gut. Es gab also einen guten Grund dafür, dass zwei Tage kein Dragon Quest kam. Ich habe euch ja im letzten Part erzählt gehabt, dass vielleicht ein Tag ausfällt, aber das wurden dann zwei Tage. Ich habe ja auch gerade meine Praktikumszeit, wo ich am Malochen bin, wo ich arbeite bis 16 Uhr. Danach habe ich meist nicht wirklich Lust noch zu aufzunehmen, aber ich habe gelevelt. Und wie man sehen kann, das richtig krass. Ich glaube, Marcella, so halt ich im Spiel, glaube ich, ich war Level 38, 39 und jetzt bin ich Level 45 und das war scheiße anstrengend. Ich habe aber auch, man muss sagen, ich habe aber auch sehr viel Glück gehabt mit Flüssigmetallschleim. Ich bin durch diese Höhle neben Wurmwald da halt rumgelatscht und da kamen sehr viele Flüssigmetallschleime, was sehr, sehr geil war. Aber natürlich auch etwas sehr glücklich, aber Gott, ist auf jeden Fall ziemlich geil. Also wenn wir jetzt nicht Corvus packen, also ich habe noch nie in meinem Leben so hart trainiert. Ich glaube, wenn wir das jetzt nicht packen, ne? Oh mein Gott, ey, dann weiß ich nicht, wann wir es jemals schaffen sollen, ey. Hier, ich habe bei mir Schildtalent jetzt auf 75, Kraft auf 16. Ich habe irgendwie so Frostkraft oder so gekriegt, kann ich mir mal anschauen im Kampf gleich. Ja gut, hier hat sich, glaube ich, nicht viel verändert. Hier hat sich wahrscheinlich auch nicht viel verändert. Hier hat sich was verändert, ja klar. Hier überall hat sich eigentlich was verändert, hallo. Und jetzt kämpfen wir gegen Corvus. Wünscht mir Glück, Leute. Wünscht mir Glück. Na los. Ich habe so krass trainiert, ne? Ich meine, wenn wir es jetzt nicht schaffen, gut, dann schaffen wir es nicht. Dann muss ich nochmal trainieren. Aber ich hoffe, es zahlt sich jetzt aus. Ja, ich habe mit dir schon gelabert. Das, ja, red mir keinen Backfisch an die Backe. Das, ja, ja. Ja, es ist in Ordnung. Ich weiß, du willst uns ermorden. Du hast uns zwar schon im Kampf besiegt, aber wie du sehen kannst, das bringt irgendwie nichts, weil wir stehen doch hier wieder lebend. Ja, jetzt ist dein Ende gekommen. Vielleicht in irgendwelchen Märchen sagen. So, Corvus, mein Freund. Ich zeige eben ganz kurz noch meinen Zuschauern, was für Attribute und Fähigkeiten und so wir gekriegt haben. Und dann geht's mit dem Kampf los. Genau, Frostkraft. Frostkraft. Aber wie man sehen kann, das ist genau dasselbe. Kanalisiert nur in dem Fall Eis, um Angriff und Abwehr zu erhöhen. Ne? Und sonst göttlicher Schutz, genau. Heilige Aura, die negative Statuseffekte stoppt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ihr wisst, wenn ich da, keine Ahnung, Geschwindigkeitsboost auf Marcel drauf habe und vielleicht auch noch Stärkung, göttlicher Schutz wirkt dann, sodass Statuseffekte, ja, wie gesagt, negative Statuseffekte nicht entstehen können. Zählt das nur für einen oder zählt das für mehrere? Weil dann würde ich es jetzt mal einsetzen. Ich setze es einfach mal ein, ich möchte es mal ausprobieren. Ach, scheiße, bevor ich aber das... Ne, wobei, ich kann euch eben ganz kurz zeigen, was der Daniel so alles noch dazu kriegt. Zombie-Schutz, genau, Schützegruppe vor Angriffen durch Untote und hier Kälte-Kombo, was richtig nice ist. Vier eisige Zufallsschläge in schneller Folge. Und lasst mich eben ganz kurz mein iPad anmachen. Ich kann mich erinnern, dass er eine Feuerschwäche hatte, aber ich möchte ein paar Informationen noch davon haben. Da hat Nickel mich auch angeschrieben, hat zu erzählen, ich wusste gar nicht, dass Corvus Schwächen hat. Das wusste ich auch nicht. Ich glaube, beim allerersten Kampf gegen Corvus habe ich sogar auch gesagt gehabt, ich glaube, der hat gar keine Schwächen, weil es halt Endboss ist und so, ne. Aber hat er, wirklich. Kannst nachschauen, xmail.de. I-C-K-S-M-E... Gut, war. I-C-K-S-M-E-H-L.de, xmail.de und da auf Dragon Quest dann gehen und dann findest du es eigentlich schon selber. Das brauche ich dir gar nicht erklären, Nickel. Ich glaube, du bist schlau genug, um dann dich dadurch surfen zu können.
Da findest du so gut wie alle Informationen über Dragon Quest. Du findest da sogar die Schwächen für ganz normale Gegner. Zum Beispiel hier ist so ein Vogel, anfällig für Eis, wie viel LP, ist richtig krass. Aber es tut jetzt gar nicht zur Sache. Er hat Kältekombo hier erlernt. Und das sind 4 eisige Zufallsschläge in schneller Folge. Das ist einfach eine Eisattacke, die mit Falkenhieb, also die wie mein Falkenhieb ähnelt. Trifft halt 4-mal in einer Runde. Das ist krass. Aber ich möchte, dass er selber heilt. Vor allem, weil ich habe mich ein bisschen im Internet sogar schlau gemacht. Daniel heilt, sobald jemand verletzt, also in der Runde. Das bedeutet, wir müssen ja jetzt hier die ganzen Kommandos eintippen. Wir können die ja nicht mehr ändern, wenn jetzt zum Beispiel Corvus angegriffen hat. Aber Daniel heilt erst oder wird erst kriegt erst sein Kommando, was er tun soll, wenn es mitten in der Runde ist, wenn er halt dran ist und nicht davor, wie wir das jetzt normalerweise die ganze Zeit machen. Oh Scheiße, irgendwie habe ich gerade 2-mal gesaved. Ich bin auf die Taste 9 gekommen. Egal, ich muss jetzt auch mal kämpfen. Hallo, 6 Minuten einfach nur gelabert. So, Duncan. Ah, der hat Felsenwurf neu erlernt. Lässt einen Felsbrocken auf alle Feinde fallen. Das ist auch ziemlich krass. Ich habe es mir mal angeschaut. Aber ich mache konzentrieren natürlich. Und Selina wird uns erstmal. Genau, die hat auch noch Bumm gekriegt und Flau. Flau verringert die Angriffskraft eines Feindes. Hier, ach nee, das kennt ihr ja schon. Bumm. Ist einfach eine heftige Explosion. Verschlingt alle Feinde. Multibeschleunigung, da bleiben wir aber bei. Hat er überhaupt eine Explosionsschwäche? Wenn ja, dann kann ich ja auch mal Bumm gleich ausprobieren. So, Daniel greift ganz so. Schade, wieso setzt du die Kältekombo ein? Okay, das war dumm. Er hätte Kältekombo einsetzen können. Guck mal, 21 Schaden, das ist doch fast gar nichts. Okay, das ist schon ein bisschen mehr. Aber gut, dass er das bedanken. Okay, Marcel hat einen Schutz. Okay, das zählt nicht für das ganze Team. Also setze ich das nicht noch einmal ein. Das reicht jetzt auch nur. Ist sogar anfällig für Explosionen. Das heißt, Selina könnte ihn angreifen, dann gleich mit Bumm. Aber ich werde ihm ganz kurz. Wartet mal, ich glaube Zauberspiegel, Magieexplosion. Magieexplosion ist wahrscheinlich, sagt ja schon der Name, ist wahrscheinlich ein Zauber. Leute! Geht das? Zauberspiegel, wenn der eine Magieexplosion einsetzt, dann trifft er sich selber. Oh, ey, das wäre krass. Wenn das möglich ist, das wäre so krass, Mann. Und Fokus Pokus hat sie gekriegt, um MP zu mehren. Alter, wenn das funktioniert. Magieexplosion auf ihn selber. Oh! Ey, das wäre heftig, wenn das geht. Das wäre geil. Aber heftig halt. Multi-Abschirmung. Odem-Resistenz steigt. Okay. Cool, Daniel. Ich weiß jetzt nicht, aber okay. Hilft bestimmt irgendwie. Der hat ja irgend so eine Kälte-Aura oder so als Odem-Attacke. Boah, guck mal, das macht keinen Schaden mehr. Okay, das macht doch noch Schaden. Ich habe mal nichts gesagt. Ich habe so krass trainiert, ne? Das wäre jetzt so schön, wenn ich durchkommen würde. Das wäre so schön, wenn ich durchkommen würde. Oh, sie hält. Ach, genau. Wenn sie Zauberstab auf 90, glaube ich, hat, auf Talentpunkte, dann regeneriert sich. Oder regenerieren sich ihre Magiepunkte, was eigentlich ziemlich cool ist. So, Falkenhieb, Duncan setzt jetzt direkt einen Faustwirbel raus und. Was machen wir denn hier so schön ist? Soll ich mal ausprobieren? Nee, Selina ist schneller als Duncan, das heißt nochmal einen Energieschub, sodass er gleich noch viel mehr Schaden macht. Und er sitzt, ja, das ist ganz gut, Mittelheilung. Das ist ganz gut. So, Energieschub auf Duncan, sodass er gleich noch mehr Schaden machen kann, als er sowieso dann wahrscheinlich schon tun wird. Boah, 1314! Und wir sind alle schneller als er. Lol, what? Okay. Ja, genau, da ist es mit Odem. Ach nee, okay. Ah, natürlich heilst du dich jetzt. Er hat normalerweise, nachdem er sich geheilt hat, hat er seine Magie-Explosion rausgehauen. Ich setze einfach mal zur Sicherheit Zauberspiegel jetzt ein. Ich möchte euch mal Felsenwurf zeigen. Hat er eine. Er hat eine Resistenz dagegen. Ich setze nicht Felsenwurf ein. Ich konzentriere einfach lieber. Ich habe gerade Frame Drops. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe, man sieht das hier im Video, dass es ein bisschen laggt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die sinken manchmal auf 40 FPS wieder runter. Tut mir echt leid, falls ihr das seht. Boom. Wir setzen es jetzt mal ein. Mehr Heilung. Nice. Das war wichtig. Das war wichtig, gut. Oh, 183. Oh nein, Magie-Explosion. Jetzt wollen wir mal schauen. Ich habe Zauberspiegel ja gar nicht mehr eingesetzt. Jetzt setzt es ein. Scheiße. Das habe ich ja voll vergessen. Aber nicht alle sind tot. Ich kann die nicht heilen. Ey, das kannst du mir doch keinem erzählen.
Mein Priester ist down und ich kann ihn nicht heilen. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck. Ich hab verloren. Ah! Ha! Okay. Ja. Dann hoffe ich mal, dass es am Freitag funktioniert. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Hat nicht ganz so funktioniert. Schade. Aber egal. Dann werde ich mal gucken, dass ich bis zum nächsten Part ein bisschen noch trainiere. Falls ihr das bis Freitag nicht schafft, dann wisst ihr Bescheid, wieso Freitag kein Video kommt. Aber naja, ich versuche es dann einfach nochmal. Gut, kann man jetzt nichts machen, habe ich jetzt halt verkackt. Versuche ich das im nächsten Part wieder. Also, ich hoffe, euch hat dieser Party gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss, Kostjankowski und bye bye.